Nur Edelbert, was ist denn los? Nix. Bleib hier, Mirabel. Was ist denn, Edelbert? Lassen Sie mich doch. Dann schieß mal los, mein Junge. Wir sind ja schließlich hier zwei Männer unter uns. Hm? Ach, es hat ja doch alles keinen Zweck. Keinen Zweck? Das musst du mir mal erklären. Du hast ja lauter reizende Leute um dich. Hübsche Mädchen, süße Ponys, eine bezaubernde Großmutter. Was hat denn da keinen Zweck? Na eben alles. Wenn die mich einfach abschieben. Ach so, die schieben dich. Tja, liegt das nicht vielleicht ein bisschen an dir, mein Junge? Wieso an mir? Na, ich meine nur, die anderen sind nämlich nicht nur für dich da. Du bist auch für die anderen da. Die haben mich doch einfach ausgeschlossen. Die wollten mich ja gar nicht. Ha, einen richtigen Kerl wollen die immer. Aber das ist nun nicht so, dass du bloß anzukommen brauchst. Hoppla, guten Tag, hier bin ich. Und schon sagen die anderen herzlich willkommen. Nee, da muss man schon von sich aus was dazugeben. Ja, was denn? Na, sich selber, Menschenskind. Naja, aber wenn doch die anderen immer... Die anderen, immer die anderen. Auf dich kommt es an, mein Junge. Nicht auf die anderen. Aber du spielst böse, weil nicht alles so glatt geht, wie du es gerne möchtest. Hast du eine Ahnung, was alles drin ist in so einem Leben? Hör mal zu, Edelbert. Mir ist es mal ähnlich gegangen. Ich habe auch geglaubt, was ich wunders für ein Kerl wäre. Und dann kam eine Zeit, du, da war ich so klein. Und da habe ich auch gedacht, es hat alles keinen Zweck. Du, dann gibt's nur zweierlei. Entweder man ist so blöde und macht Feierabend, oder man boxt sich durch. Es war ja nicht ganz einfach, aber ich habe mich durchgeboxt. Und du wirst dich jetzt auch durchboxen, mein Junge, verstanden? Ja. Ja, aber wie denn? Na, genau wie ich. Weil, wie ich mir einbildete, die anderen nicht wollten, da wollte ich. Mit aller Gewalt. Hm? Und nach kurzer Zeit hatte ich lauter gute Freunde. Kannst du das schon begreifen? Ich glaube, ich weiß jetzt, was Sie meinen. Du hast es doch ganz einfach. Du brauchst dich doch bloß mit ein bisschen guten Willen auf die anderen einzustellen. Ist das so schwer? Ich glaube, ich war ein ziemlicher Idiot. Bravo, mein Junge. Jetzt kommen wir der Sache schon wesentlich näher. Wenn man nämlich erkennt, dass man ein Idiot ist, fängt man langsam an, ein Mensch zu werden. Komm, jetzt gehen wir. Wohin, zum Imhof? Ich muss sowieso hin. Nee, ich möchte lieber noch ein bisschen... Nachdenken. Ja. Das machen wir.